War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Auftrag? Ich brauche jemanden, der zumindest etwas Ahnung von der Sache hat. Vielleicht seid ihr ja der Richtige. Ach so, Fortschritt zuerst. Ihr habt euch bisher sehr gut geschlagen. Ich erhebe euch hiermit in den Stand eines Schülers. Viel Glück! Und jetzt nochmal Auftrag. Oh Mann, ey. Auf der Suche nach Arbeit, was? Gut, ich habe einen Auftrag für euch. Ich möchte, dass ihr mit Norbert Lelles hier in Anvil redet. Norbert Lelles? Er betreibt Lelles Qualitätswahn hier in Anvil. Er hat zurzeit allerdings Probleme mit Einbrüchen und er hat uns damit beauftragt, diesem Spuk ein Ende zu setzen. Okay, mache ich doch glatt. Kümmert euch um Lelles, er braucht die Hilfe. Ich bin ja schon weg, Mensch. Immer diese Arschtritte, was soll das? Ich bin so froh, euch zu sehen. Ich könnte vor Glück platzen. Okay. Was habt ihr zu berichten? Ich bin vor... Dann gehen wir doch mal zu Lelles, wa? Wo muss ich denn da long? Einmal komplett durch Anvil durch, auch nicht schlecht. Und ich springe mal wieder, weil mir so langweilig ist. Anvil Doktor. Mhm. Hallo. Hi, Mann, hast du mich jetzt erschreckt, als du aus der Tür rausgekommen bist? So, Lelles, wo bist du? Nee, da nicht. Ah, wahrscheinlich ist er dann in dem... Kann das sein, dass er da drin ist? Nee. Da darf ich nicht rein. Okay, gibt's denn dann noch eine Tür, die da reinführt? Vielleicht eine Hintertür oder so? Mal gucken, ob ich dann hier rein darf. Ah, da darf ich rein. Okay. Willkommen. Grüße. Willkommen bei Lelles Qualitätswaren. Wir führen ein umfangreiches Sortiment, das sicher auch euren Wünschen gerecht wird. Oh, und vielleicht habt ihr ja das Schild draußen gesehen. Kleiner Irrtum, wisst ihr? Pech gehabt. Also, was kann ich für euch tun? Einbrüche. In den letzten Monaten wurde mir schon einiges aus meinem Laden gestohlen. Ich ersetze es immer, aber sie stehlen es einfach wieder, trotz neuer Türschlösser. Sie kommen immer nachts, wenn ich schon im Bett bin. Vielleicht transportiert sie ja einen Magier in meinen Laden. Ihr könnt ja über Nacht im Laden bleiben. Viel Glück. Schönen Tag. Welche Nachts- oder Tageszeit haben wir denn? Lassen wir ihn erstmal rausgehen. Wir bewaffnen uns schon mal und dann warten wir. Müsste eigentlich von selber anhalten, wenn die Diebe da sind. Aber dass der uns einfach so vertraut, ja, dann bleibt mal im Laden. Ich halte jetzt einfach mal selber an. Mal gucken, ob sie da sind. Was stört ihr mich? Geht weg. Sterbt schon, verzeiht mir, was ihr da habt. Aua. Soll ich jetzt etwa Angst haben? Ja, sollst du. Ihr werdet mich nie besiegen. Ja. Kann das sein, dass mein Dolch gar nicht mehr genug aufgeladen ist? Ja. Werdet ihr nie, ne? Nein, hey. Werde ich nicht. So. Oh, alles mitnehmen. Ich ziehe die Diebe ganz gerne aus, dann kriege ich mehr Geld für die ganzen Klamotten. Na, wie viel kann ich noch mitnehmen? Oh, versuchen wir mal unser Glück, ja. Waren das jetzt 3 Diebe und die haben mir so zugesetzt? Hm, nicht nett. So. So, Herr Lelles, wie ist das Werte befinden? Mir geht's gut, frag mich doch nicht. Konntet ihr mein Problem mit den Einbrüchen lösen? Jo. Ihr habt sie erwischt? Wunderbar. Aber
Ihre Namen klingen mir vertraut. Alle diese Männer haben hier gearbeitet. Erstaunlich. Ich ließ sie sogar morgens den Laden aufschließen, so sehr habe ich ihnen vertraut. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie zu Verbrechern gemacht haben soll. Traurig. Tja, hier ist eure Bezahlung. Danke. Wiedersehen. Tja, das kommt davon, wenn man anderen Leuten zu sehr vertraut. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich von dem hier in Anvil noch einen Auftrag kriege. Weil ich habe jetzt keinen Bock, wieder komplett durch Anvil zu laufen. Oder ob ich dann schon nach Chardinal muss. Werden wir jetzt rausfinden. Tut euch keinen Zwang an. So, jetzt müssen wir Azan wieder suchen. Aber der schickt mich bestimmt sowieso weg. Hi. Nur, ich hole mir lieber nochmal die Bestätigung, dass ich woanders hin muss. Ich wusste doch, der schläft hier. Ich hoffe, ich... Ja, Fortschritt? Ich bedauere. Gut, Auftrag? Ich habe gar nichts für jemanden von eurem Rang. Frag doch... Gut. Seht euch vor. Habe ich mir schon fast gedacht, aber... Sicher ist sicher. Lieber nochmal nachhören. Und jetzt kommt der Auftrag, den ich nicht unbedingt so gerne mache. Weil das Abfacker ist. So. Ja, nehmen wir das Tor. Dann gehen wir mal zu Bootskrug Hasch. Oder wie auch immer er heißt. Wie ist das Wertebefinden? Was fragt ihr immer alle, wie es mir geht? Mir geht's gut. Ihr sucht hier doch Arbeit, ihr Nichts. Vielleicht möchtet ihr einen Auftrag. Jawohl, Sir. Ich möchte einen Auftrag, Sir. Ich denke, ich habe etwas für euch. Wir haben eine Waffenlieferung für die trostlose Mine. Das ist euer Auftrag. Danke. Beweg deinen Arsch, Stiefel! Jawohl, Sir. Für die kurze Reise muss ich euch nicht ausschalten. Das lohnt sich nicht. So, die Richtung. Ah, ich wusste es doch. Wo? Ich sehe doch nichts. Ich bin doch so ein Blindfisch. Sehr schöne Landschaft hier. Oh, ja. Bisschen in die Pampa gelaufen. Hallöchen. Wolltest du was von mir? Ach, da ist ja noch einer. Dafür die Musik anzumachen lohnt sich schon gar nicht. Die Kampfmusik. Ihr müsst die Verstärkung von der Gilde sein. Gut. Ich hoffe, ihr habt Waffen für uns. Natürlich. Ihr habt es geschafft. Gerade noch rechtzeitig. Wir haben hier Ärger mit den Goblins. Ich nehme den Bogen. Ihr gebt die Waffen meinen zwei anderen Männern. Marsch. Auf Wiedersehen. Ihr seid der mit der Waffenlieferung, oder? Lasst uns darüber reden. Gut. Ich benötige eine Waffe. Ich freue mich darauf, einige Schädel einzuschlagen. Das hier ist jetzt auch eine, in Anführungszeichen, Art Rätsel.
weil wir könnten ihm jetzt das Schwert oder den Hammer geben, aber er sagt ja, er möchte Goblin-Schädel einschlagen, also nehmen wir einen Hammer. Ein Hammer! Sehr gut, um kleine Goblin-Schädel einzuschlagen. In Ordnung. Hätten wir ihm das Schwert gegeben, wäre er enttäuscht gewesen. Ah, ihr habt die Waffen. Lasst uns über die Waffenlieferung sprechen, die ihr da habt. Sehr gut, ich sehne mich danach, meine Klinge in Goblin-Fleisch zu vergraben. Klinge, also Schwert. Eine Klinge, fantastisch. Lasst uns diese verderbten Kreaturen bekämpfen. Gut. Ich warte. Jetzt müsste eigentlich eine... genau. Und bevor ihr euch bewegt, werde ich speichern. Weil mit KI-Gegnern hier rumzulaufen... KI-Freunden meine ich natürlich. Macht das nicht unbedingt viel Spaß. Weil ich möchte eigentlich aufpassen, dass keiner von den dreien stirbt. Nur meistens stirbt mir leider einer. So, wir versuchen die Höhle vorher zu säubern. Ich habe bisher... Ich höre die Musik, aber ich habe noch keinen gesehen. Ah. Jetzt die Frage, ob hier noch jemand ist. Aua. Oh, bin ich blöd. Habe ich nicht gesehen. Nee, ich glaube, hier ist keiner mehr. Oder? Nein. Nein. Gut. Das war aber eine sehr gemeine Falle. Die habe ich nicht gesehen. So. Jetzt wieder zurück. Ich frage mich, warum die Höhle nicht einfach zugemacht haben. Weil hier muss doch eh keiner rein, oder? Lass euch langsam verrecken. Jetzt gehen wir mal hier lang. Hier ist auch schon einer. Hier ist was eingestürzt, also geht's da nicht weiter. Ich mag diese Höhle nicht, die ist so kompliziert. Kommt das jetzt von hier? Ja. Und hier stirbt mir immer irgendwie jemand. Aber ich glaube, dieses Mal ist niemand gestorben. Weil hier diese Holzbalken, da kratzt schon mal gerne jemand von euch ab. Also er lebt noch. Den Pfeil kann ich noch gebrauchen. Wenn er da schon mal so rumliegt, den auch. Sie lebt auch noch. Wo ist der andere? Nun, sie wurden ja inzwischen alle erledigt. Das war gute Arbeit, Soldat. Geht zurück zu Grokasch und holt euch euren Lohn. Also gut, wenn einer gestorben wäre, wäre sie anders drauf. Viel Erfolg. Danke. So, ich habe wieder keine Ahnung, wo ich lang muss. Ja. Ah, da. Ah gut, er lebt auch noch. Das war die Waffenlieferung. Ein sehr einfacher Quest. Nur wie gesagt, manchmal verreckt mir leider einer. Und es ist meistens der, der das Schwert haben wollte. Mal gucken, ob unser Ausbilder zufrieden mit uns ist. Aber schon so, ihr sucht doch Arbeit, ihr nichts. Mhm, ihr nichts. Ich geb dir ihr nichts. Mhm. Gucken, ob er jetzt wach ist oder ob ich ihn ab. Habt ihr euch denn noch nicht um die Waffenlieferung gekümmert? Die Waffen liefern sich nicht von selbst aus. Doch, Sir. Habe ich erledigt, Sir. Ihr hattet die Waffen geliefert und habt die Mine ohne Opfer geräumt. Besser, als ich es von euch erwartet hätte. Hier ist euer Lohn. Und ein kleiner Bonus. Vielen Dank, Sir. Fortschritt. Ihr habt euch eine Beförderung verdient. Aufgrund hervorragender Leistungen ernenne ich euch hiermit zum Gesellen der Kämpfergilde. Juhu, ich bin Geselle. Auftrag? Ihr werdet in Korol gebraucht. Meldet euch bei Vilena Danton.
Sie hat mehrere Aufgaben für euch. Jawohl, Sir. Mach ich. Geht und fügt irgendetwas Schmerzen zu. Ja, gerne. Sadist du. Koroll. Vilena Danton. Sehr schöner Name. Danton. Erinnert mich gerade an TomTom. Fragt mich nicht warum. Irgendwie passt mir das gerade nicht, dass ich in ihr Haus rein muss. Aber egal. Gehen wir trotzdem mal in das Haus. Auch wenn es mir nicht passt. Ich frage mich gerade, darf ich hier überhaupt so drin rumlaufen? Ja. Wollt ihr mich verarschen? Das ist schon wieder so eine schöne Pfeilverarschung. Dritter Stock. Ja, gut, da darf ich gar nicht rein. Hab da... Oh, vielleicht darf ich in den dritten Stock rein. Nee, darf ich auch nicht. Okay. Ach, das ist immer so furchtbar. Immer diese Sucherei, wo man hin muss. Weil die Kämpfergilde ist da vorne. Und dann warten wir jetzt einfach, bis es Tag ist. So, jetzt sind sie ja wohl alle da, wo sie hingehören. Ja, jetzt zeigt der Fall nämlich auch noch da. Wie geht es euch? Böser Fall. Hi, muss ich mit dir oder mit der Ollen reden? Ich gehe mal zu der Ollen. Ja, ich muss mit ihr reden. Seid gegrüßt. Ich sehe schon, ihr kümmert euch um Arbeit. Das ist ja ganz toll. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ihr einige Verpflichtungen für eure Gilde übernehmt. Wenn es um Aufträge geht, meldet euch bei... Achso, Pflichten. Wir sind eine Bruderschaft, eine Familie. Was einen von uns betrifft, betrifft uns alle. Kämpfen, Trunkenheit, Vernachlässigung von Verpflichtungen werden nicht toleriert. Ich will, dass ihr mit Modrin Oren sprecht. Er wird euch Aufgaben zuteilen, die gerade anhängig sind. Viel Glück. Gut. Schönen Tag. Schicken wir uns von oben nach unten. Was wünscht ihr? Ich schätze, ihr sucht eine Aufgabe, Pflichten. Es gibt Arbeit. Schön, ich werde langsam sprechen, damit ihr mitkommt. Also, ich möchte, dass ihr mit Maglia Kontakt aufnehmt. Maglia. Er ist ein Bruder der Kämpfergilde, aber er hat einen Auftrag nicht ausgeführt. Das können wir nicht zulassen. Da sehen wir alle schlecht aus. Notleidend? Er hat einen Auftrag in Skingrad nicht zu Ende gebracht. Das sollte mich eigentlich nicht überraschen. Er ist unerfahren, so wie ihr. Geht und findet heraus, was mit ihm los ist. Okay, mach ich. Steht nicht nur so rum. Hallo, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Seid ihr neu hier in der Stadt? Ja, das bin ich. Ich freue mich, euch zu treffen. Gleichfalls. Ich freue mich immer, wenn ich jemand Neues kennenlerne. Willkommen. Ich bin sicher, meine Mutter wird sich ebenso freuen, euch kennenzulernen. Mutter? Meiner Mutter gehört der Laden Nordwaren und Handel in Koroll. Schön. Seht euch vor. Ja, die quatscht einen immer an. Das gibt später auch nochmal ein Quest, aber das hat jetzt mit diesem hier nichts zu tun. Dann suchen wir doch Maglia. Mal gucken, was der uns so zu sagen hat. Als ob ich schwer von Begriff wäre. Was? Was gibt es, Schwester? Sie haben dich geschickt, mich zu finden? Ey, seit wann duzen wir uns? Notleidend. Nicht erfüllt? Ich schätze schon. Für diese Aufgabe werde ich nicht gut genug bezahlt. Ich sollte das Tagebuch von Brennus Astis suchen. Brennus Astis Tagebuch. Das war meine Aufgabe. Sie sagen, das war in der Fallfelshöhle. Seid ihr jemals dort drin gewesen? Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Ich gehe nicht zurück. Nicht für so wenig Geld.
Wenn es euch so viel bedeutet, geht los und sucht selbst. Das ist euer Auftrag. Das ist das Geld nicht wert, was die Kämpfergilde euch zahlt. Ich muss an meine Familie denken. Müssen wir das nicht alle? Was auch immer. Gehen wir von da dahin. Da ist noch ein Oblivion-Tor, was ich entdecken könnte, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich gehe jetzt einfach geradeaus durch. Und damit ihr die schöne Landschaft genießen könnt, werde ich meinen Mund halten. Von wegen schöne Landschaft. Ah. Wolltest du was? Na gut, komme ich auch so durch. Und da wären wir. Dann gehen wir doch mal rein. Und gucken wir mal, wovor Maglia so eine Angst hatte. Ich frage mich gerade, hier kommen doch, glaube ich, Geister. Weil wenn Geister kommen, nehme ich schon mal meinen Feuerzauber. Ach, ihr seid's. Vor euch hatte der jetzt so eine Angst. Oh, und wieder eine süße Ratte, die ich leider töten muss. Hallo Skelett. Okay. Da war noch eins. Und davor hatte der jetzt so eine Angst. Ist das ein Schisser? Hm, hier bin ich falsch. Glaube ich. Oder? Nee, hier bin ich nicht falsch. Lol, das hat sich schon von da oben selber umgebracht, das Skelett. Hier geblieben. Du bist tot? Aber hier ist noch irgendwas. Ach, da. Und da hätten wir das Tagebuch. Was kann ich jetzt, weil das kann jetzt entweder zu Maglia zurück. Ich gehe erstmal zu Maglia, sonst bin ich immer direkt zu dem anderen Tuppes zurück. Und ich will den ja nicht verpfeifen. Mal gucken, ob ich ihm das dann geben soll. Das Tagebuch. Weil ich bin ja mal kein Kameradenschwein und verpfeife ihn mal nicht. Also der Weg war doch jetzt echt nicht weit und das hat der Maglia nicht geschafft. Naja. Ich habe schon gegen Daedra gekämpft und habe mich nicht so angestellt wie der. So. Gehen wir erstmal. Na, der Pfeil schickt uns direkt dahin, aber ich möchte Skingrad da. Ihr seid immer noch hier? Ich habe euch doch erzählt, warum ich den Auftrag nicht erfüllt habe. Es gibt nicht viel mehr dazu zu sagen. Tut, was ihr tun müsst. Eure Suche war erfolgreich, hm? Gute Arbeit, schätze ich. Gut, dann geht zurück zu Orain. Er kann euch euren Lohn für den Auftrag geben. Erzählt ihm über mich, was ihr wollt.
ich werde ihm sagen, dass ihr die Aufgabe erledigt habt. Danke. Ich möchte mich nicht vor meiner Verpflichtung drücken. Aber früher wurden 2 oder 3 Männer auf Missionen geschickt. Ich mag die Gilde, aber ich muss auch an meine Familie denken. Was auch immer. Naja, verpfeifen wir ihn nicht. Aber bei dem anderen jetzt hier gleich, da hat man auch so eine komische Auswahl von 2 Sachen. Und das ist dann immer sehr komisch zu entscheiden, was jetzt positiv oder negativ für Maglier ist. Ah, er ist schon wieder zu Hause. Das heißt, wir müssen wieder warten. Hallo! Was machst du denn hier? Ach nee, das ist ein anderer. Ich dachte schon. Bewegung. Ja. Warum sprecht ihr mit mir? Solltet ihr nicht Maglier aufspüren? Also, ich nehme an, ihr habt schon mit Maglier zu tun gehabt. Erzählt mir, warum er seinen Auftrag nicht erledigt hat. Ihr habt das Tagebuch. Gut. Also, was ist in Skingrad passiert? Er hat keine Not gelitten. Hier ist das Tagebuch. Ja, ich nehme jetzt mal das. Er hat das nicht getan? Das gefällt mir gar nicht. Gar nicht gut. Na, wie dem auch sei. Wenigstens ist die Arbeit erledigt. Hoffen wir mal, dass euer Freund Maglier seine Lektion gelernt hat. Wisst ihr jetzt, was ich meine mit dem... Weil das andere wäre ja gewesen, dass ich das Tagebuch geholt habe und der Maglier nicht. Und dann jetzt, dass er keine Not gelitten hat, verstehe ich so nach dem Motto, so ja, er hat das Tagebuch geholt, er hat es nur noch nicht vorbeigebracht, halt so, ne? Ist schon komisch, aber naja. Ihr seid wieder hier, weil ihr mehr Arbeit braucht, oder? Gut. Einige unserer Jungs machen in Leia Bin Schwierigkeiten. Das wirft kein gutes Licht auf die Gilde. Ärger machen? Einige eurer Brüder sind in der einheimischen Taverne handgreiflich geworden. Ich habe kein Problem damit, wenn es mal kracht. Aber ich mag es nicht, wenn wir alle schlecht dastehen. Sucht Relian, Vantus Prelius und Dubor Kroschak. Ich hatte noch nie Probleme mit ihnen. Also findet heraus, was da los ist. Okay, mach ich. Ich warte. Wenn's denn sein muss. Aber ich glaube, ich gehe erstmal kurz verkaufen und Waffen ausbessern und dann sehen wir uns gleich. Wir sind jetzt in Leia Vin und dann würde ich sagen, hören wir uns doch mal um. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Laber mir nicht ins Wort. Was kann ich für euch tun? Ärger machen. Es gibt Probleme mit ein paar finsteren Gestalten. Begebt euch zur 5-Clown-Unterkunft. Ihr werdet schon sehen. Okay. Auf Wiedersehen. Nie wieder lasse ich einen Ork hier etwas trinken. Barkeeper, nachfüllen. Ihr wart schon immer... Es empfiehlt sich nicht, uns mitten im Gespräch zu unterbrechen. Ärger machen. Das glaube ich nicht. Ich sag euch mal, was echte Schwierigkeiten sind. Wenn man seine Schuldner bezahlen muss, aber keine Arbeit hat. Meine Frau wäscht, um uns Essen zu kaufen. So ist es, seit die Dunkelforstrotte hier eingefallen ist. Dunkelforstrotte? Ich pfeife auf die. Söldner des Kaisers erheben in Schwarzmarsch Anspruch auf Landflächen. Nach ihrer Niederlage kamen sie zurück und sind hier ins Geschäft eingestiegen. Sie unterbieten uns schamlos, um an Aufträge zu kommen. Und sie haben keine Skrupel, Aufgaben anzunehmen, die kein ehrenwertes Gildenmitglied akzeptieren würde. Ihr müsst euch mit Arbeit beschäftigen. Eine brillante Idee. Auren schickt heutzutage nur seine besten Leute. Passt mal auf. Ihr sucht uns bezahlte Arbeit, dann erledigen wir sie auch. Gut. Muss ich euch Arbeit besorgen? Ab 1000 Dank. Soll ich mal mit ihr reden? Ihr seid von der Kämpfergilde! Raus mit ihnen! Oh, was bist du so sauer? Aufgaben für die Kämpfergilde. Aufträge für die Kämpfergilde? Versucht es bei Margarte.
Wenn sie nicht zu Hause oder im Fünf-Klauen ist, findet ihr sie wahrscheinlich bei der Suche nach Alchemie-Ingredienzien. Okay. Bringt sie dazu zu gehen! Jetzt! Ja, Mann, ist sie hysterisch. Magate und hier. Ohne Schuhe. Aha, ist das nicht kalt? Habt ihr euch wirklich Merunes Dagon selbst vorgeknöpft? Man sagt, er war 200 Fuß groß und zerschmetterte die Tempelkuppe mit seiner Faust. Ja, das ist korrekt. Aufgaben für die Kämpfergilde. Es gibt da etwas, wofür ich die Hilfe der Gilde brauchen könnte. Ich benötige Ogerzähne und Minotaurenhorn für mein Alchemie-Experiment. Diese Ingredienzien sind schwer zu bekommen und ich bevorzuge sie frisch und zahle gut. Diesen Leuten von der Dunkelfaustrotte traue ich nicht zu, sie aufzutreiben. Ich bin mir eurer auch nicht so sicher. Ich mache euch einen Vorschlag. Bringt mir 5 Portionen Ektoplasma und ich werde mit der Gilde Geschäfte machen. Das ist mein Angebot. Die 5 Portionen haben wir noch in der Tasche und zwar habe ich das extra aufgehoben, weil ich das ja wusste, dass wir das für den Quest brauchen. Und deswegen können wir direkt schon mit ihr den Handel eingehen. Nun, ihr habt das Ektoplasma. Ihr Kerle von der Kämpfergilde könnt wohl doch was leisten, wenn ihr nur wollt. Sagt euren Leuten, ich zahle für Minotaurushörner und Ogerzähne. Die Kämpfergilde wird mein Exklusivzulieferer sein. Ich freue mich auf weitere Geschäfte. Gut, vielen Dank. Lebt wohl. Jetzt müssen wir unseren Kameraden wieder Bescheid sagen. Ihr seid nicht einmal halb so gut wie... Braucht ihr noch etwas? Achso, mit dir will ich gar nicht reden. Ich will mit dem anderen reden. Wir wissen es zu schätzen. Ich habe euch gesagt, was wir brauchen. Bis wir Arbeit haben, bleiben wir hier. Zutaten für Margarte besorgen, ja? Soll mir recht sein. Ich sage es den anderen Männern weiter. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen und Oren wird sich freuen. Ja, denke ich auch, dass der sich freuen wird. Lebt wohl. Sagen wir ihm doch Bescheid. Mal gucken, ob er jetzt was besser auf uns zu sprechen ist. Die Kämpfergilde muss um einige... Geht weiter, Rekrut. Ich warte auf eure Ergebnisse. Was habt ihr herausgefunden? Ärger machen. Die Schwarzwaldrotte hat in Leyavin Fuß gefasst. Diese ehrlosen Bass. Nun denn, ihr habt eure Aufgabe erledigt. Hier ist euer Lohn. Vor allem Schwarzwaldrotte. Fortschritt. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Eure Taten tragen euch den Rang eines Schwertkämpfers der Kämpfergilde ein. Pflichten? Momentan habe ich nichts für euch. Sprecht mit Asan oder Grokash. Würzt es noch ein wenig, dann nehme ich vielleicht etwas. Vielleicht seid ihr ja auch bereit für eine Beförderung. Befördert hast du mich schon. Geht und fügt irgend... Zu wem gehen wir denn jetzt? Gehen wir erstmal zu unserem... Jawohl, Sir. Vielleicht hat der ja noch Arbeit für uns. Wenn nicht, dann schickt er uns zu Asan und dann werde ich ihn umbringen. Wer hilft einem alten Bettler? Keiner, die arbeiten. Bevor ich es mir anders überlege. Ich habe vor, die Kaiserstadt zu besuchen, um den Tempel des reinen Lebens zu gehen. So. Hallo. Wo ist er denn? Wo ist es? Er. Vielleicht im Keller. Ja, halt hier geblieben. Ich habe einen Auftrag für euch. Ich schätze, ihr werdet euch nicht blamieren.
Auftrag? Es ist von Bien Amelion aus Stade. Sie benötigt etwas aus ihrem Familiengrab. Vermasselt es nicht. Ihr findet sie in Stade. Das ist auf eurer Karte gekennzeichnet. Jo, Sir. Macht euch zu dem Dorf auf, ihr Lama-Esel. Wie entzückend. Willkommen. Stade. Wo ist das? Ach, da. Muss ich wieder so weit laufen? Och nee, keine Lust. Richtung? Die Richtung. Ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal auf. Hab jetzt erstmal keine Lust mehr.